Was hier noch nach einem 10.000-Teile-Puzzle für Fortgeschrittene aussieht, soll bereits in wenigen Stunden als Veranstaltungszelt genutzt werden. Doch Gary Klessens und seine Leute bauen hier in Kleve nicht irgendein Zelt auf, sondern ein historisches Spiegelzelt. Ja, Spiegel, weil das ganze Zelt innen mit Spiegel aufgebaut ist, kommt der Name davon. Das ist ein Zelt, das fast 100 Jahre alt ist, weil es ist von 1940. Und das ist noch original so, das kann man sehen, dass es noch eine Holzkonstruktion ist, weil die neue Zelte, die wir bauen, ist in Alu und so weiter. Original ist aber nicht nur das antike Zelt, sondern auch die Art, wie es aufgebaut werden muss. Es ist schwierig und schwer Arbeit, weil alles mit Hand aufgebaut wird. Wir brauchen keine Maschine, alles wird so aufgebaut, so wie man 100 Jahre passiert auch aufgebaut hat. Meine Jungs wissen genau, dass alles sehr vorsichtig aufgebaut werden, weil es alles so alt ist und auch fragil. Aber es freut uns, dass wir über die ganze Welt eigentlich unsere Zelte aufbauen können. So steht auf diesem Moment eine von unseren Zelten in Kanada. Es gibt eine in New York und noch eine in Australien. Dass das Zelt nun in Kleve gastiert, freut besonders Bruno Schmitz, den Vorsitzenden des Kleinkunstvereins Schinkwe. Denn das Zelt wird von nun an für 2 Wochen die Heimat für ein bunt gemischtes Kulturprogramm sein. Der gewählte Standort des Zeltes auf der Klever Schützenhauswiese ist indes kein Zufall. Ja, das war über ganz viele Jahre, Jahrzehnte sowieso eine Kulturwiese gewesen. Hier stand das ehemalige Klever Schützenhaus, was im Jahre 2001 abgerissen wurde. Und hier fand bis dahin, also in den letzten Jahren dann nicht mehr, das Schützenhaus war marode, machen wir uns da nichts vor, aber davor fand hier 150 Jahre das kulturelle Leben in Kleve statt. Mithilfe des Spiegelzelts wird diese Tradition nun 14 Tage lang fortgesetzt. Festlegen auf ein Genre möchten sich die Veranstalter dabei aber nicht. Ja, also Genre kann man so nicht sagen. Wir haben einen Kulturmix. Also von Kabarett über Rock, über Lesung und Chöre. Also alles ist vertreten. Und das macht das ist das Spannende an dem Spiegelzelt jetzt hier. Und alles kann man nachsehen unter der Homepage chinkwespiegelzelt.de. Damit das Zelt seinem Namen gerecht wird, braucht es natürlich einige Spiegel. Aber wie viele denn eigentlich? Ja, ich weiß nicht genau, wie viele Spiegel, aber das sollen so fast 1000 sein, meine ich. Und so landet Spiegel für Spiegel an der Wand. Und auch sonst neigt sich der Aufbau langsam dem Ende zu. Der ganze LKW ist leer. Also dann brauchen wir noch eine Stunde, um alles abzufertigen, die Loge zu bauen und die letzten Sachen zu machen. Wenig später ist es dann soweit. Nach 9 Stunden Bauzeit ist der Crystal Palace bereit für die kommenden Veranstaltungen. Dass ihn die historischen Zelte immer noch jeden Tag aufs Neue faszinieren, hat für Gary Klessens einen besonderen Grund. Wir machen das schon 100 Jahre in der Familie und das ist immer der gleiche Stil von Zelten geblieben. Und wir sehen, dass die Veranstaltungen ändern, auch das Publikum ändert, aber die Zelten bleiben das Gleiche. Und die Leute freuen das immer, dass es so eine tolle, aber spezielle Atmosphäre gibt. Lange Verschnaufpausen gibt es für den Zeltbauer trotzdem nicht. Die nächste Baustelle wartet schon.